Hallo zusammen, ich bin der Fabian von der Mountainbike-Schule Riding Style. Heute gibt es mal kein Fahrtechnik-Tutorial, sondern es geht um das Schwalbe Pro-Core-System. Ja, das ist ein System, das ermöglichen sollte, mit noch weniger Luftdruck unterwegs zu sein, als es mit Tubeless eh schon möglich ist. Ja, innere Kammer sehr stark befüllt mit 6 Bar Luftdruck, außenrum 0,8 bis 1,5 Bar möglich. Die Gefahr, einen Plattfuß zu bekommen, sollte damit minimiert sein. Und auch wenn der äußere Reifen platt ist, sollte man immer noch auf dem inneren Schlauchsystem den Berg runterrollen können. Um das auszuprobieren, muss man es natürlich erstmal montieren. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein Unpacking-Teil, Montageanleitung und danach kommt dann der Test. Und los geht's mit dem Unpacking. Also schauen wir mal, was hier Schönes drin ist. So, was haben wir da? Also das ist einmal hier der innere Mantel, der Pro-Core. Vorderrad und Hinterrad. Gibt es hier ein paar nette Aufkleberchen. Die blauen kommen dann nachher außen auf die Felge drauf. Anleitung zur Montage. Lese ich mir nachher mal durch. Das hier ist interessant. Das ist der innere Schlauch für den Pro-Core und das Ventil, das eben nachher steuert, ob die innere oder die äußere Luftkammer befüllt wird. Dann noch für den anderen Reifen. Air Guide ist das. Wird nachher auch, wenn wir sehen, wie es montiert wird. Was haben wir hier noch? Ein paar Reifenheber, jetzt speziell hier zum Anklipsen an der Felge. Kann man vielleicht nachher auch mal sehen, wie das in der Montage benutzt wird. Dog Blue, Dichtmilch, Easy Fit zum Einschmieren des Reifens nachher, damit er besser in die Felge rutscht. Und was haben wir hier noch verborgen? Ein Schwalbe Tubeless Felgenband. Das ist eigentlich alles, was wir für die Montage benötigen. Vorderrad und Hinterrad. Gut, also kommen wir jetzt zur Montage des Pro-Core-Systems. Ich gebe zu, ich hatte auch schon ein Laufrad Zeit, um ein bisschen zu üben. Hat sehr gut funktioniert. Ich war erstaunt, wie einfach es funktioniert hat, wo doch Tubeless manchmal eh ein bisschen schwierig zu montieren ist und ich oft auch einen Kompressor am Ende gebraucht hatte, um entsprechend Luft aufzufüllen. Hat hier einwandfrei geklappt. Gut, was brauche ich? Eine Tubeless Ready Felge mit mindestens 23 mm Breite. Bei 22 und 21 mm wird es einfach ein bisschen schwieriger mit der Montage. Als erstes wird das Schwalbe Felgenband eingeklebt. Dazu habe ich vorher die Felge ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber gemacht, damit es besser haftet. Dann suche ich mir das Ventilloch. Um kurz nach dem Ventilloch mit dem Kleben anzufangen. Sie ist immer wieder ein bisschen straff, damit es sich schön in die Felge reinlegt. Boah, das passt genau. Mit einem Daumen ziehe ich es lang, mit dem anderen Daumen gleite ich hinterher, um es gleich festzudrücken. Wenn das mitgelieferte Felgenband nicht zur Felge passt, muss man eben gegebenenfalls im Shop passende Größe erwerben. So,
eine kleine Überlappung und dann wird es einfach abgeschnitten. Und festgeklebt. So. Im Nachgang werde ich es nochmal komplett festdrücken, denn das Felgenband sollte auf keinen Fall luftdurchlässig sein irgendwo. So, gut. Am Ventilloch klebe ich diesen einen Klarsichtkleber auf. Der soll den Sitz des Ventils verbessern. Der klebt wie sonst irgendwas, deswegen muss man da schon etwas Vorsicht walten lassen. Da ist das Ventilloch. Hier wird das Ding aufgeklebt. Gut. Also Laufrad, Felge sind eigentlich ready. Dann kommt die Montage des Procore-Systems, also der Mantel des inneren Schlauchsystems. Darauf ist zu achten, dass dieser graue Ring am Felgenloch, am Ventilloch sitzt. Das passt schon mal so ungefähr. Ein bisschen nachkorrigieren. Jetzt. So. Das ist der Schlauch, der das Procore-System befüllen wird. Die Ventilkappe abschrauben. Die Befestigungsschraube abschrauben. So. Wenn das Ventil hier reingeschraubt ist, wird der innere Teil, also dieser Schlauch hier, befüllt. Das will ich jetzt mal machen, um ihn leichter einführen zu können. Und ein klein wenig Luft. Das reicht schon. Ventil wieder zuschrauben. Und dann kann hier mit dem Ventil das Felgenband durchstoßen werden. Jetzt muss noch der Airguide montiert werden. Der wird über das Ventil gelegt. Und dann wird das Ventil eingefügt. Darüber kommt dann das Procore, der Procore-Mantel. In die Felge reinlegen. Ja, hier funktioniert die Montage problemlos ohne Reifenheber. Jetzt sehen wir auch hier, wozu dieses Loch gut ist. Da kann man ganz gut sehen, dass der Airguide hier direkt über dem Ventil sitzt. Dann wird das Ventil einigermaßen fixiert. Ein bisschen nur. Jetzt muss nämlich der Tubeless-Mantel montiert werden. Ein Schwalbe Magic Mary habe ich hier, 27,5 Zoll. Am besten man platziert das Laufrad komplett im Inneren. Fängt irgendwo an, den Reifen in die Felge zu drücken.
natürlich von Vorteil, wenn dann das Procore-System, also das innere Schlauchsystem, noch nicht so mit hohem Luftdruck befüllt ist. Dann geht das Ganze nämlich viel einfacher von der Hand. Dieses Procore-System innen soll ja auch den äußeren, den Reifen entsprechend an die Felge drücken. Und somit ist dann auch das Befüllen nachher mit Luft viel einfacher. Da der Reifen, der Procore-Reifen, den Tubeless-Reifen an die Felge drückt. Ja. So war es auch problemlos möglich, ohne Kompressor den Reifen zu befüllen. Gut, kleinen Spalt lasse ich hier offen, denn da kommt dann die Tubeless Dichtmilch rein. Dog Blue nennt sich das bei Schwalbe. Ich kriege hier leider nie so richtig den Deckel ab. Deswegen muss hier mit Spezialwerkzeug Schere nachgeholfen werden. So. Gut. Ganze zuschrauben, ordentlich schütteln vorher, ganz wichtig. So, und jetzt die Soße einfüllen. So. Jetzt wird der Rest des Mantels in die Felge eingeführt, dass er einigermaßen ordentlich sitzt. Sieht schon sehr gut aus. Jetzt kommt hier Schwalbe Easy Fit zum Einsatz. Damit wird der Reifen an der Flanke eingeschmiert, damit er sich besser setzen kann beim Aufpumpen. Eine Seite, die andere Seite. So. Gut. Dann ist die ganze Geschichte eigentlich fertig zum Befüllen. Den Anfang macht das Procore-System. Mit 3 Bar sollte man es aufpumpen am Anfang. Dann wird nämlich schon der Tubeless Ready Reifen schön in die Felge gedrückt. Und ich habe nachher kein Problem beim Aufpumpen, dass Luft entweicht. Schraube ich das Ventil raus, um den Tubeless Ready Reifen, den Magic Mary, zu befüllen. Da gebe ich jetzt am Anfang mal ein bisschen mehr Luft drauf, damit er sich auch schön setzt. Nachher kann ich ja dann wieder ein bisschen was ablassen. So. Gucken, dass er schön in der Felge sitzt. Das sieht ja wunderbar aus. Selten so problemlos Tubeless-Reifen montiert. Ja, doch die Flüssigkeit im Reifen
bisschen verteilen, dass die überall am Reifen sitzt. Gut. Also noch mal ein bisschen Luft ab vom äußeren Reifen. Um jetzt das Procore-System mit seinen 6 Bar zu befüllen. Die 6 Bar, das ist schon richtig viel. Das ist der Luftdruck, der quasi dann nachher verhindern soll, dass in Kurven der doch recht wenig befüllte Reifen walkt und auch bei Durchschlägen, dass die Schläge nicht auf die Felge kommen, sondern vom Reifen, vom Procore-System abgehalten werden. Theorie hört sich super an. Bin mir aber auch sicher, dass es in der Praxis sehr gut funktionieren wird. So. 6 Bar. Schauen wir mal, wie viel das sind. Clear. Für mich sind das ungefähr 6. Und noch das äußere. Den äußeren Luftdruck testen. 1,46. Ist mir noch viel zu viel. Weil wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann versuchen wir es mal mit einem Bar vielleicht zu testen. 1,15. So. Das sollte reichen. So. Was ich vergessen habe. Shame on me. Wobei ich fast vermuten würde, dass das Procore-System auch ohne diesen Aufkleber funktionieren würde. Aber wir wollen ja auch, dass jeder weiß, dass da Procore drin ist. So, versuchen wir den mal aufzukleben. Eigentlich hätte man das besser vorher gemacht. Über das Ventil drüber zu kleben. Wow! Funktioniert auch so. Ganz easy. Wird das Ventil wieder fixiert, kann man auch ruhig ein bisschen fester schrauben, damit auch das Ventilloch abgedichtet wird. Ist ja auch tubeless. Und ganz wichtig, zum Fahren muss das Ventil immer eingeschraubt werden. So. Ventilkappe drauf. Bam. Ready to roll. Fühlt sich super an. Schön weich. Da bin ich mal gespannt. Gut. Das war das Unpacking und die Montage. Probefahrt wird gleich folgen. Gut. Bis gleich.